Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer ultimativen Lego Fortnite Challenge. Ich werde nämlich eine Horde Knochenwölfe gegen das ultimative Frostungetüm antreten lassen und das Ganze in einer Arena, die ich selber zusammengebaut habe. Ich werde auch noch ein paar Ritter in die Arena schicken, je nachdem, wie sich das Frostgetüm schlägt gegen diese Knochenwölfe. Ich bin schon sehr gespannt, wer am Ende das Ding gewinnen wird. Bevor wir starten, zeige ich euch erstmal die Arena, die ich selber gebaut habe. Hier vorne haben wir so ein bisschen den Eingangsbereich. Richtig, richtig nice. Gefällt mir richtig gut. Und das ist die Arena, wo der Kampf gleich stattfinden wird. Ich hoffe mal, dass die stehen bleibt, denn das Ungetüm macht ja so eine Art Stampfattacke und ja, alles, was in dem Weg dieser Stampfattacke steht oder sich befindet, wird halt zerstört. Also ich gehe davon mal aus, dass das Frostungetüm hier ja einiges zerstören wird. Wir werden jetzt starten. Ich habe 30 Knochenwölfe, ich habe 30 Ritter und ich habe 2 Frostungetüme, die ich jetzt einmal in den Ring werfen werde. Okay, fangen wir an mit den Frostwölfen. Die werde ich jetzt hier nach und nach in den Ring schmeißen. Maximal kann ich 20 Kreaturen spawnen. Also ich kann nicht unendlich viele Knochenwölfe hier reinhauen oder Ritter oder Ungetüme. Da ist irgendwann Schluss. Also maximal 20. Wir werden anfangen mit 10 Knochenwölfen gegen ein Frostungetüm. Und wenn das nicht reichen sollte, ja, dann mache ich nochmal 10 Knochenwölfe beziehungsweise nehme dann die Ritter und setze die auch dann in die Arena rein. Und wir starten jetzt erstmal mit diesen Knochenwölfen. Die werde ich jetzt hier nach und nach einfach in die Arena schmeißen und dann auch schon ein Frostungetüm, damit die was zu tun haben, damit die nicht mich angreifen. Und das geht auch schon richtig gut los. Wir werden uns das Ganze mal anschauen. Oh, jetzt bin ich schon selber in der Arena drin. Okay, es geht gut los. Oh, das Ungetüm macht schon richtig Damage. Und die Knochenwölfe haben, glaube ich, gar keine Chance gegen das Ungetüm. Wobei, ein bisschen Schaden haben sie ja schon angerichtet. Oh mein Gott, das... Das Frostungetüm rastet ja völligst aus. Okay, ich habe ja gesagt, das Frostungetüm wird hier die Arena so allmählich zerstören. Demnach sieht es natürlich auch aus. Also 10 Knochenwölfe, ja, schaffen es nicht gegen das Frostungetüm. Wir werden noch ein paar weitere Knochenwölfe jetzt hier in die Arena einfach schmeißen. Und hoffen wir mal, dass sie das gegen den... Oh, der ist auch schon tot. Oh mein Gott. Okay, dann werfen wir das zweite Frostungetüm einfach in die Arena rein und machen noch ein paar Ritter dazu. Mal gucken, wie die sich schlagen werden. Oh Gott, die Arena ist ja schon total zerstört. Oh mein Gott. Und ja, ist ja natürlich, also es ist ein unfairer Kampf ein bisschen, würde ich sagen. Das Frostungetüm ist mega stark, macht richtig Damage. Alleine diese Stampfattacke, die er macht, wenn er auf den Boden haut, ist ultimativ stark. Und da können die Knochenwölfe nur im Team zusammen, ja, Schaden an diesem Ungetüm anrichten. So, wir machen noch ein paar von diesen Rittern, die anscheinend überhaupt keine Chance haben. Ja, die gehen natürlich auch auf diesen Knochenwolf. Das ist natürlich gemein. Okay, dann werfen wir noch ein paar Knochenwölfe hier einfach jetzt in die Arena rein und lassen ihn gegen das Ungetüm kämpfen. Ja, ist natürlich die Knochenwölfe im Team zusammen, im Verbund, machen die natürlich das kurz und schmerzlos. Das Ungetüm hat überhaupt keine Chance. Ja, wir werfen noch die restlichen Ritter rein, die wir hier noch haben und... Schau mal, was die dann gegen diese restlichen Knochenwölfe noch anrichten können. Aber es ist auf jeden Fall nice, dass man hier sowas Krasses starten kann. Ist natürlich cool anzuschauen. Geht leider nur im Kreativmodus. Also man kann das nicht im Survival-Modus oder so ausprobieren. Ist ja völlig klar. Oh mein Gott, wie viel Licht hier einfach unten rum. Das ist unglaublich. Würde ich da jetzt runtergehen, ich glaube, die werden mich sofort killen. Die Ritter, die sind, ja, die sind hungrig und die wollen auf jeden Fall, ja, kämpfen. So, wir machen doch mal eine Sache, wir werden noch mal ein paar andere Ungetüme reinsetzen. Und zwar das Sandungetüm, das werden wir uns jetzt noch einmal holen. Und das seltene Ungetüm, das, was am Strand zu finden ist, das werden wir auch noch mal einmal in den Ring werfen. Und mal schauen, wie sich die Ritter da, ja, gegen behaupten werden. Aber es sieht natürlich, ja, es ist sehr unfair, ne? Die Ritter haben gar keine Chance. Die werfen mit Stein und versuchen mit Schwertern zu kämpfen. Aber ja, ich glaube, die haben keine Chance gegen das Sandungetüm oder das Wüstenungetüm. Es ist schon krass. Die Arena sieht aus, total zerstört. Und
Der macht alles kaputt hier. Oh mein Gott. Okay, wir werden noch paar... Komm, wir werden den Kampf noch ein bisschen weiter in die Länge ziehen. Wir werden noch paar von diesen Knochenwölfen uns einfach nochmal holen. Nochmal 30 Stück. Und werden die einfach nochmal da reinwerfen. Und einfach mal gegen, ja, die Ungetüme kämpfen lassen. Oh mein Gott. Yo. Der war instant... Oh mein Gott. Yo, kurz und schmerzlos. Das war ja mega krass. Also diese Sandungetüme und diese, dieses normale Ungetüm, das hat ja überhaupt keine Chance. Okay, dann setzen wir nochmal hier die Frostungetüme in die Arena. Und zwar 3 Stück. Werde ich jetzt hier erstmal nochmal reinhauen. Und mal schauen. Oh, der fällt ja gleich um. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist ja gleich umgefallen. Was war denn da los? Okay, wir werfen noch ein paar Knochenwölfe rein. Oh mein Gott, der stirbt auch instant. Oh mein Gott, der ist ja instant gestorben. Oh. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, das war ja ein kritischer Schlag oder ein kritischer Biss von diesen Knochenwölfen. Richtig heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass die da so kurzen Prozess machen mit diesem Frostungetüm. Richtig heftig. Okay, da machen wir nochmal ein paar. Warte mal, wir gehen nochmal rein und holen uns nochmal, ja, 4 Stück. Die werfen wir nochmal in die Arena rein. Die Arena ist gar keine Arena mehr so wirklich. Die ist, oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, wir werfen noch ein paar... Wir werfen noch ein paar Knochenwölfe hier einfach in den Ring rein. Ja, keine Chance. Aber richtig, richtig nice. Okay, haben wir noch ein paar, die wir hier in die Arena schmeißen können? Mal gucken, wir werden mal diese Frostroller... Ja, komm, lass uns mal diese Frostroller hier reinwerfen. Oh, die nehmen die komplette Arena auseinander. So, die werden wir mal hier mit reinschmeißen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, kämpfen die auch gegen diese Knochenwölfe? Oha, die zerstören alles hier. Die machen alles kaputt. Die komplette Arena nehmen die hier auseinander, die Knochenwölfe. Oh mein Gott. Jo, lass doch alles stehen. Oh. Wo will er damit hin? Richtig krass. Okay, nice. Hätte ich nicht gedacht, dass das so eskaliert am Ende. Heftig. Okay. Ja, nice. Komm, wir werfen noch die restlichen, ja, Frostroller hier mit rein. Aber anscheinend, ja, kämpfen die gar nicht so wirklich, oder? Kämpfen die gegen diese Knochenwölfe? Ja doch, die... Nee, was machen die da? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Nein, die haben mich runtergeschossen. Oh mein Gott, die beschmeißen mich mit Steinen. Ich muss weg. Ich muss weg. Es eskaliert. Schnell weg. Oh mein Gott, die kommen alle auf mich zu jetzt. Okay, ich muss mal eben fix eine Pizza essen. Sonst sterbe ich hier gleich. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Das war knapp. Oh mein Gott. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Ich esse mal schnell eine Pizza hier oben. Jo. Jo, das sieht aus hier. Alles der Scheiß. Die schmeißen mit den Wänden hier durch die Gegend. Das ist ja wahr. Selbst dieser Frostroller attackiert die Wand. Was ist denn hier los? Hier ist ja voll der Mega-Fight los. Die zerstören hier alles. Die zerstören sich gegenseitig. Richtig krass. Okay, wir schmeißen mal alles noch in den Ring, was wir hier haben. Wir haben noch ein paar Ritter, die werden wir auch noch reinschmeißen. Aber wie gesagt, maximal 20 Kreaturen können wir hier spawnen lassen. Und ich glaube, das habe ich schon ausgeschöpft eben. Wir schmeißen noch mal ein paar Ritter rein. Oh mein Gott, ist das heftig. Jo! Ich wurde wieder abgeworfen. Schnell wieder hoch. Schnell wieder hoch. Und wir werfen noch hier die restlichen rein. Wir haben noch ein paar Knochenwölfe. Die werden wir auch noch mit reinhauen. Und diese Frostroller, die hauen wir auch noch mal mit rein. Aber ihr seht, einige verschwinden dann halt, wenn es zu viele sind. Hauen die natürlich dann ab. Oh mein Gott, ist das krass. Jo. Okay. Also, wer hat die Challenge jetzt am Ende gewonnen? Ich glaube, die Knochenwölfe im Verbund haben natürlich das Frostungetüm besiegt. War ja auch klar, ne? Also 10 oder 15 auf 1 ist natürlich auch ein bisschen unfair. Wobei, ich hätte gedacht, dass das Frostgetüm ein bisschen länger durchhält als hier ein paar Sekunden. Aber ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall, ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls noch nicht getan, abonniert auch gerne meinen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Ihr unterstützt mich damit ungemein. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ich muss gucken, dass ich nicht gleich sterbe hier.